Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin inzwischen so weit genesen, dass man sagen könnte, so, wir machen mal weiter. Wie war das nochmal? Sprung zur Decke. So. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Wir haben inzwischen den 9. Ich glaube, den 9.1. Und ich habe keinen Schimmer mehr, wie das Spiel funktioniert. Das ist der Hammer. Enttäuscht mich nicht, wenn sie hier ankommt. Tötet sie. Oh, verdammt. Hier komme ich nicht weiter. Na komm, Quatschloses Ausschalten. Sie könnte bereits hier sein. Der sieht mich da von außen nicht? Wow. Wow. Was für ein Glücksfall. Wieder hoch zur Decke. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Oh. Nein, 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 nein. Ich hab sie verloren. Findet sie sofort. Ich bin gar nicht da. Ich bin überhaupt nicht hier. Ich muss mal ein bisschen den Boxen leiser drehen, weil ich glaube, ich habe krass gleiches Feedback. Ja, so ein kleines Echo. Was? Nein! Ich hab mich gar nicht gesehen. Zack. Okay, das machen wir nochmal. Und das Urteil lautet Tod. Ja, schade, dass das Urteil so lautet. Wiederholen. Der verrückte Hutmacher, der war den ganzen Tag im Spiel nicht zu finden. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams. Wir sind die Zukunft Gothams. Ja, ja, labert nur. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzwei geschnitten. Komm doch näher. Nur noch ein bisschen. Sie könnte bereits hier sein. Ach nein, du gehst in die falsche Richtung. Okay, die haben den nicht gefunden. Also bisher nicht zumindest. Wird herkommen. Ich weiß es. So, jetzt geht er da drüben. Ah, jetzt geht er da drüben hoch. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Sie kommt. Ich kenne sie nur zu gut. Ja, ja. Ach, das ist ja Glücksfall. Einmal geräuschlos ausschalten. Dann machen wir zwei weg. Das Problem ist ja, wir wissen noch vom letzten Mal, dass selbst wenn ich alle ausschalte, sobald ich Two-Face angreife, spawnen einfach neue. Enttäuscht mich nicht, wenn sie hier ankommen. Deswegen ich ja diese Mission so großartig finde.
weil einfach mal neue dazukommen. Vielen Dank dafür. So, ich muss irgendwie nach unten, ohne dass er mich sieht. Ich weiß es. Ich würde jetzt fast sagen, ich schlage mal kurz Alarm. Dummerweise haben die alle Waffen. Ich möchte gar nicht, dass die nach mir suchen. Sie könnte bereits hier sein. Er hat ja recht, ich bin ja schon hier. Kommt alleine? Wo ist er denn? Frage ist, wo dreht er sich jetzt hin? Ich kenne sie nur zu gut. Das war fast schon so schön. Enttäuscht mich nicht. Wenn sie hier ankommt, tötet sie. Okay. Na? Ich hab hier jemanden. Oh ja, jetzt gehen sie. Jetzt gehen sie Patrouille. Scheiße. Das ist gerade ganz schlecht. Ich muss gehen, ich muss gehen, da kommt hierher. Da hinten, da ist er gerade gespawnt. Wow. Das ist an Fernsehen schon gar nichts mehr zu überbieten. Das ballert hier so ein bisschen rum. Okay. Ich habe einen gefunden. Findet sie! Lasst sie nicht an uns ran! Was mache ich denn jetzt? Komm doch hier runter. Komm schon. Ah. Bist du ein guter Junge? Yep. Sehr gut. Nein! Jetzt. So, jetzt die Frage: Spawnt hier jetzt noch jemand? Wenn es immer mindestens drei sein müsste, zum Beispiel. Das wäre jetzt gut zu wissen. Ja, ist ein neuer gespawnt. Es müssen wohl immer drei sein. Ach, das mag ich jetzt halt mal gar nicht. Das ist doch Mist. Es müssen immer drei sein. Es werden immer drei sein, die hier spawnen. Hm.
wartet ihr noch? Okay, man kann ihn nicht geräuschelt ausschalten. Schade. Oder so. Einfach draufhämmern. Sorry, Harf. Das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Hab nur die Hälfte genommen. Den Rest habe ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe. Das mit den Hälften reicht langsam. Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten. Und jetzt? Oh, Batman, da bist du ja wieder. Hast es nicht ohne mich ausgehalten, hm? Kann ich verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. Ich hol mir alles zurück. Das heißt, ich... ich kann jetzt einfach die Figur wechseln an Wechselpunkten, okay. Und ich kann doch noch 100% holen. Ach, das ist gut. Haben wir noch irgendwas für Batman, was wir mal ausrüsten müssten? Klingendocken ausschalten ist eigentlich schnell. Nee. Wo ist denn hier Kampfpanzer? Das ist schon wieder Schaden, Schlagerverdacken, leider. So. Setzt das Detektivmodus ein, um das Telefon zu finden. Dann, erstmal kümmern wir uns, glaube ich, hier drum, oder sind wir damit schon fertig? Oh, die Rittertrophäe habe ich wohl schon. Okay. Finde das Telefon. So weit kannst du nicht wechseln, sind wir plus 26 da unten. Nee, das ist ein Erbsen. Ah, da drüben. Mein Gott, wie viele Leute stehen jetzt hier rum? Bleib da bitte dran hängen. Vielen Dank. Komm her, häng dich hier ein bisschen ab. So, der andere interessiert das nicht, das ist gut. Eins, zwei, drei. Muss ich auch noch rausbekommen, wie ich das hinbekomme. Man gleich hofft, dass du versagst, Batman. Tust du das, Klingeling? So, wohin? Ne, das ist Deadshot. Wir haben immer noch diese Sache mit Nora. Was haben wir da noch? Ach, Bens versteckt. Das müssen wir auch mal abgeben, genau. Gehen wir mal ans Telefon. Sie nannten ihn damals schon Pinguin. Er hatte natürlich noch beide Augen.
Es war vor seinem kleinen Unfall. Und er blickte mich mit ihnen an, als ich meine Karten aufdeckte. Erst die Kreuz 6, dann die Karo 6. Er sah verängstigt aus. Er lehnte sich nach vorne und ich konnte seinen zigarrenverpesteten Atem riechen. Die Pik 6 und zum Schluss die Herz 6. Ich fühlte mich gut. Und dann begann er zu lachen. Er rülpste Qualm aus, während er seine Karten aufdeckte. Karte um Karte verlor ich den Mut. Eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine verdammte 7! Sein Straight Flush hatte mich erledigt. Ich war am Ende und wurde raus aus der Stadt geworfen, ohne einen Penny. Oh. Tust mir fast leid. In Deckung! Aber nur fast. Was willst du jetzt tun, Batman? Hey, Unbewaffnete. Es ist Batman. Oder auch nicht. Ich hatte eigentlich konnte der Tritt, aber egal. Muss ich reagieren. Ist doch Quatsch. Das wird leicht, Batman. Er hat ja nicht auf den Konter reagiert. Arkham City wird in Flammen aufgehen. Du wirst hier sterben, Mistgeburt. Na komm. Bleibt einfach mal alle liegen, wie wär's. Ja? Nein? Vielleicht? Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Aus diesem Irrenhaus. Okay, wo muss ich jetzt hin? Oh, hier ist die Poison Ivy kaputt gemacht hat. Hier bin ich jetzt also. Aha. Ich musste doch irgendwas noch aus dem. Da. Das war's. Hey Batman, hörst du mich? Hier spricht Officer Jones aus dem Museum. Ich hoffe, du hörst mich. Ich spreche in eins der Funkgeräte. Ich hab mich dran erinnert. Aus dem Museum kann ich mir irgendwas rausholen. Ohne ihn ist Gotham nicht mehr das gleiche. Da? Was ist das denn jetzt? Hä? Oh, schau mal einer an. Ein Riddler-Gefolgsmann. Wie viele stehen da unten rum? Da unten stehen 4. Das Problem ist, dass es dabei meistens nicht bleibt. So, Batarang. Kriege ich Salvan ausgeschaltet. Die stehen zu weit voneinander entfernt, glaube ich. Oh, und die decken sich auch gegenseitig. Machen wir den zuerst fertig. Sehe nichts mehr. Na, Angst? Ach du Schande, wie hab ich die nochmal gemacht? Genau so, ja. Mhm. Oh ne, jetzt haben die sich alle so ein blödes Schild genommen.
Au. So, jetzt fang an. Eieieiei. Ich merke es, wenn du lügst. Ich merke es, wenn du lügst. Also tu es nicht. Gute Nacht. So, Geheimnisse. Ich hab schon gesehen, oben auf dem Pferd ist was drauf. Guck mal, ob ich schon hochkomme. Wohl eher nicht. Ja, ich häng fest. Ist doch so und dann machen wir das so. Und dann machen wir das so. Dann hab ich den nämlich auch. So. Bevor wir aber ins Museum wieder reingehen, würde ich sagen, wir machen hier keine Pause. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Und wir sehen uns dann am morgigen Tag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.